Hallo, herzlich willkommen bei Campertime. Das ist der Matze, ich bin der Peter und wir haben eine neue Folge vom Basteln mit Matze. Und was machen wir heute? Heute bauen wir an einem Hymer-Wohnmobil ein Votronic-Ladegerät ein. Wir haben das vor kurzem schon bei uns in der Werkstatt gehabt, wo wir dann eine Lithium-Batterie eingebaut haben. Und um einfach der Batterie jetzt, wenn das Fahrzeug am Landstrom steht, über einen längeren Zeitraum einfach was Gutes zu tun, nehmen wir das interne Ladegerät vom EBL raus und nehmen das dann dafür und laden damit dann die Aufbaubatterie. Was ist der EBL? Der EBL ist der sogenannte Elektroblock, also die 12 Volt Hauptverteilung in dem Fahrzeug. Dieser EBL beinhaltet auch ein Ladegerät, mit dem momentan die Aufbaubatterie geladen wird. Allerdings, sage ich mal, ist es von der Ladekennlinie nicht so intelligent wie dieses Gerät hier, das dann auch noch zusätzlich weitere Funktionen beinhaltet, wie zum Beispiel, wenn das Fahrzeug längere Zeit am Landstrom steht, sorgt das Ladegerät dafür, dass der Akku immer zwischen 50% und 80% Kapazitätsstand bleibt. Das ist ein Zustand, wo die Batterie sich einfach am wohlsten fühlt. Okay. Und was habe ich hier jetzt im Finger noch? Das ist ein sogenannter Batterietrennschalter, in umgangssprachlich auch NATO-Schalter genannt. Das gehört so ein roter Schlüssel, glaube ich, rein und dann kann man... Wir haben hier nochmal einen Steher, da haben wir es dann im Prinzip zusammengebaut, ja. So. Und da kann ich quasi den Strom komplett trennen? Damit kann man im Prinzip die Batterie komplett vom Fahrzeug trennen. Super, dann fangen wir an. Jawohl. Und du suchst jetzt hier einen Platz für den Ladebooster oder für den Trennschalter? Ja, wir haben uns jetzt einmal eine vernünftige Position ausgesucht, wie wir den Batterietrennschalter hier vernünftig positionieren können, ohne dass wir uns dann auch diese restlich überbleibende Stauraum nicht unnötig verbauen. Und natürlich auch, damit wir dann schön mit den Kabel relativ schnell und kurz auf den Batterietrennschalter kommen. Mhm. Und mittlerweile haben wir uns dann festgelegt, wir machen das dann im Prinzip hier hin. Das sitzt dann hier unterhalb dann der Schalter. So ungefähr. So, jetzt habe ich im Fahrzeug gerade fälschlicherweise von Ladebooster gesprochen. Das ist natürlich das Ladegerät. Jetzt noch mal kurz fragen, Matze. Hier links, das ist der Anschluss der Batterie, richtig? Korrekt. Hier sind die Hauptanschlussklemmen für die Aufbaubatterie zur Ladung. Hier haben wir jetzt noch weitere Nebenanschlussmöglichkeiten. Wir haben hier noch einen Zusatz-Nebenladeausgang für die Starterbatterie, der mit maximal 2 Ampere die Starterbatterie noch lädt. Und wir haben hier, was für die Lithium-Akkus sehr wichtig ist der Temperatursensor. Mhm. So, hängt mit der Ladung zusammen, da die Lithium-Akkus ja natürlich ihre Ladung dann bei 0 Grad einstellen. Dementsprechend wäre es blöd, wenn wir dann mit hohen Ladenströmen in die kalte Batterie fahren. Somit wird über den Temperatursensor immer die Batterietemperatur mit abgefragt und auch dementsprechend die Ladestrom und Ladespannung angepasst. Gut zu wissen. So, rechts habe ich dann noch einen Anschluss für Fernbedienung. Richtig, korrekt. Und die Dipschalter, damit ich den Batterietyp einstellen kann, damit die richtige Ladekennlinie genutzt wird. Jawohl, genau. So, jetzt packst du ja hier schon wieder die etwas dickeren Kabel aus. Was für ein Querschnitt ist das und warum brauchen wir den? Das ist ein Querschnitt von 6 Quadrat. Den brauchen wir ganz einfach, um auch den Strom in die Batterie zu bringen, wo sie hingehört. Und wenn wir die Querschnitte zu gering ausführen würden, dann hätten wir Probleme bei der Ladung, dass sich die Leiter unnötig erwärmen würde. Wir würden den Strom und die Spannung gar nicht so durchkriegen. Demnach wir hätten ein Brandrisiko im Auto, oder? Bitte? Und wir hätten ein Brandrisiko im Auto. Natürlich, ja klar. Also man will ja nicht, dass sich die Kabel erwärmen. Das ist der ungünstigste Fall. Es ist auch so, dass Votronic selbst einen Querschnitt von 4 bis 10 Quadrat vorschreibt. Je nachdem, wie weit man von der Batterie weg ist mit den Ladeleitungen. Wir sind jetzt nicht allzu weit weg, somit müssen wir nicht der volle Querschnitt von 10 Quadrat nutzen. Uns reichen 6 Quadrat. Jetzt hast du hier wieder so eine Sicherung in Hand. Warum brauche ich jetzt schon wieder eine Sicherung, wenn wir beim Wechselrichter schon eine dritten? Sicherungen über Sicherungen. Sicherheit geht vor. Nein, ganz einfach daher. Die Ladeleitung, die auf die Aufbaubatterie führt, die führen wir noch über eine Sicherung mit 40 Ampere. Einfach zum Schutz. Okay. Zusätzlich vorgeschrieben. Votronic. Man trifft mich immer wieder mit dem Kopf in irgendeinem Loch. Entweder in der Dinette oder im Doppelboden. Matze, der Strippenzieher. So. Kabelbinder. Und das Ladegerät hat Matze schön hinten im Eck verstaut, sodass man immer noch gut rankommt, aber hier auch immer noch genügend Platz hat.
Und dann geht die Leitung hier rüber zur Batterie, da wo Matzes Kopf wieder im Schacht hängt. Und wird dann hier angeschlossen. So, das schmale Kabel, was jetzt hier Matze gerade an der Hand hält, das ist übrigens das Kabel für den Temperatursensor, was wir vorhin gesagt haben bei der Vorstellung von dem Votronic-Gerät. Das wird am Minuspol von der Batterie angeschlossen und dadurch eben die Temperatur von der Batterie gemessen. So, Matze, was machst du jetzt gerade? Ich habe die entsprechenden Sicherungen beschriftet, dass man weiß, für was die Sicherungen sind. Hier ist die Sicherung fürs Ladegerät, darüber sitzt noch die Sicherung für den Wechselrichter. Kabel soweit kosmetisch noch schön verlegt mit Kabelbinder. Ja, soweit fertig. Jetzt kommt noch der Temperatursensor auf der Ladebooster und dann haben wir es eigentlich im Groben und Ganzen. Dann kommt der Hauptschalter, NATO-Schalter. Wenn du das hier mit dem Eisenwinkel, hast du noch so einen Eisenwinkel, dass wir uns oben ranschauen? Weißt du, dann wo wird man so. Das hast du jetzt natürlich nicht mehr. Ich schön überlege. So was wie das da, weißt du? So. Ja, ja. Die Suche nach dem geeigneten Einbauort. Guck, so hole ich das. Jawohl. Das heißt, da ist der passende Einbauort jetzt für den Schalter. Ja. Das kannst du ja messen dann. So, das ist der Schaut Elektroblock EBL30. Und Matze, der hat jetzt aber auch schon eigentlich ein Ladegerät drin. Und das trennen wir jetzt, oder wie? Genau, hier sieht man es ja ganz genau beschriftet, internes Lademodul. Ja, hier habe ich jetzt im Prinzip die Sicherung entfernt, damit das interne Lademodul außer Funktion ist und mir nur noch mit dem Votronic-Ladegerät bei Landstromanschluss dann die Aufbaubatterie laden. Okay, das heißt aber, die standardmäßig in diesen Elektroblock verbauten Ladegeräte sind eigentlich nicht wirklich geeignet. Also es macht immer Sinn, ein separates Ladegerät zu verbauen. Bei der Lithium-Batterie empfehle ich es auf jeden Fall, weil die interne Ladegeräte von den Elektroblock von Schaut, die sind nicht intelligent genug oder die Ladekennlinie sind nicht immer 100% passend für diese Lithium, das ist immer so ein Kompromiss und wenn man das dann über einen längeren Zeitraum betreibt, kann so unter Umständen passieren, dass man sich die Lithium oder die Aufbaubatterie beschädigt. Matze zieht das Kabel raus, schon ist auch das Licht mit aus. Jawohl. Zappaduster. So, Matze, das heißt, wir sind fertig, oder? Alles eingebaut. Ich mache jetzt noch mal einen finalen Check, ob ich irgendwas vergessen habe. Aber Licht ging an, Trennschalter funktioniert. Trennschalter funktioniert. In die andere Richtung. Temperatursensor, Ladebooster fällt noch. Siehst du, die zwei Drähtchen anklemmen und dann haben wir es. Dann machen wir das noch. So, das Kabel für den Temperatursensor ist auch angebracht. Somit eigentlich nur noch alles sauber machen, Deckel zu, Klappe zu, Affe tot. Und Funktionsprüfung. Und Funktionsprüfung. An der Stelle verabschieden wir uns mal von euch. Vielen Dank an Matze, dass wir wieder dabei sein durften. Sehr und gerne. Auch vielen Dank an den Thorsten, dass wir sein Mobil wieder filmen durften, durften beim nächsten Projekt. Bleibt dran, es wird weitere Teile mit Basteln und Matze geben. Da kommen noch ein paar spannende Themen. Bis dahin, habt eine gute Zeit. Ciao, ich bin der Peter und das ist der Kanal Camper Time. Bye. Ciao, bis bald, ciao. Dafür und laden damit dann die Aufbaubatterie. Was ist der EBL? Das ist der Elektroblock, der von der Firma Schaut in dem Fahrzeug verbaut wird. Beinhaltet natürlich ein internes Ladegerät. Gott! Da hau ihm! Wo haben wir es denn? Jetzt ein Hi.
Der EBL ist der Elektroblock, der in dem Fahrzeug eingebaut ist. Der beinhaltet ein nicht so intelligentes Ladegerät, sage ich jetzt mal vorsichtig ausgedrückt. Das hier ist von der Ladekennlinie und auch von der, ja, im Allgemeinen einfach besser. Scheiße. Ich wüsste das. Wahrscheinlich war der so grotter Scheiße, dass ich das so gebrüllt habe. Soll ich das bei YouTube reinschneiden? Oh.